Heute zu Gast Heike Makatsch. Hier bin ich. Ihr seht's schon noch, ne? Ja, da ist sie. Jung und frech prägt Heike Makatsch als Moderatorin Mitte der 90er Jahre einen ganz neuen Stil. Es ist der Anfang einer gefeierten Karriere als Schauspielerin, die sich bis heute in keine Schublade stecken lässt. Ob als singender Jungstar in den neuen deutschen Komödien, an der Seite des späteren 007 Daniel Craig und trotz internationaler Erfolge, Heike Makatsch bleibt immer sie selbst. Mutig traut sie sich an Ikonen deutscher Filmgeschichte wie die Knef, wählt immer die beste Gesellschaft, reiht sich ein als Tatortkommissarin und ist überhaupt aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Komm rein. Was los? Ja, was los? Das kriegen wir heute noch raus. Herzlich willkommen, Heike Makatsch. Dankeschön. Das ist ja nett, so einen Zusammenschnitt zu sehen. Mal so einen kleinen Überblick. Aber das eigene Leben mal so kurz Revue passieren. In einer Minute. Aber es gibt noch so viel mehr. Darüber werden wir jetzt in den kommenden 45 Minuten reden. Ich freue mich erstmal sehr, dass Sie da sind und unserer Einladung sozusagen gefolgt sind. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Sind Sie lieber Gast oder Gastgeber? Im wahren Leben? Beides gern. Ich denke, ich bin auch ein ganz guter Gastgeber und lade auch gerne ein, aber ich lasse mich auch gern bewirten. Ja, das wollen wir heute auch tun. Wir wollen schöne Momente auch Ihnen noch in den kommenden 45 Minuten bescheren. Wir hatten vor kurzem eine Frau zu Gast, die kennt sich mit künstlicher Intelligenz unheimlich gut aus, nämlich die KI-Expertin Kenza Aite Siabu. Diese Sendung können Sie sich übrigens auch noch mal in unserer ARD-Mediathek anschauen. Wirklich ein spannendes Gespräch gewesen mit ihr. Und mit künstlicher Intelligenz hatten Sie am Ende ja jetzt auch gerade mal zu tun für eine neue Serie für Tender Hearts, läuft ab dem 16. April auf Sky, ist eine romantische, und jetzt muss ich noch mal ganz genau schauen, romantische Science-Fiction-Comedy-Serie. Romantik, Science-Fiction-Comedy, wie passt das alles in eine Serie? Ja, also erstmal Science-Fiction ist das Ganze, weil es in der nahen Zukunft spielt. Künstliche Intelligenz ist da dann so weit entwickelt, dass man sich seinen Liebespartner bestellen kann. Als Paket kommt es an und darin liegt dann ein gut aussehender junger Mann, der alle Informationen aufnimmt, die ihm von seinem Gegenüber gegeben werden und dann zum besten Partner, den man sich vorstellen kann, werden soll. Und Comedy ist es, weil das natürlich viele Unwegsamkeiten birgt und man sich immer mehr dann fragt, was ist denn Liebe eigentlich? Ist Liebe nur Projektion oder will man jemanden, der einem jeden Wunsch von den Lippen abliest? Oder braucht man auch ein Gegenüber mit eigenem Willen? Das sind viele Fragen, die da auf jeden Fall in dieser Serie natürlich auch auftauchen und die man jeder für sich natürlich auch beantworten kann. Mila ist die Hauptperson, Friederike Kempter spielt diese, die bestellt sich eben diesen Robotermann und sie spielen ihre Schwester. Und da gibt es sehr, sehr schöne Momente und wo man vor allem natürlich auch ihre Spielfreude als Schauspielerin sehen kann. Und wir schauen mal kurz rein in die Serie Tender Hearts. Ich habe mit Torben gesprochen, nicht, dass du denkst. Sag mal, welche Delivery-Option hattest du denn? Ich hatte C, also Meet Cute. Wir haben uns unten an der Hotelbar getroffen und es war auch wirklich cute. Lass das. Hast du seinen Oberkörper gesehen? Er hat einen Superbody. Du hast echt einen Superbody. Danke. Du siehst aber auch wahnsinnig attraktiv aus. Really hot. Er will nicht, dass ich mit jemandem echtem fremd gehe. Aber mit mir schlafen will er auch nicht mehr. Also habe ich ihm das hier vorgeschlagen. Dabei wünsche ich mir das. Nichts mehr wünsche ich mir. Dass er mich liebt und mit mir schläft. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, die Bandbreite an Gefühlen in gut 40 Sekunden. Das ist auch das, was ich so an Ihnen auch als Schauspielerin immer schätze, dass Sie sozusagen die ganze Klaviatur natürlich beherrschen müssen, aber uns dann auch so wunderbar mitnehmen. Jetzt bestellen wir uns hier in dieser Serie einen Mann. Ich möchte es mir irgendwie gar nicht vorstellen, oder? Also dieses, so ein Robotermann. Ach so, ich dachte schon, es kommt jetzt hier gleich einer. Ich war schon ganz aufgeregt. Hätten Sie sich jetzt einen gewünscht? Wie muss er aussehen? Nee, genau. Ja, das ist eine merkwürdige Vorstellung. Ja, ne? Aber so wie sich das mit der künstlichen Intelligenz gerade entwickelt, ist ja wahrscheinlich alles
Möglich. Ja, das ist ja gerade wirklich in aller Munde, wird viel diskutiert, auch diese Chat-GPT, ne? Also wo man was fragt und dann bekommt man eine Antwort. Ich habe auch heute mal mir wieder den Spaß gemacht bei Chat-GPT. Ich habe einfach mal gefragt, entwickle mal 20 Fragen für die Schauspielerin Heike Makatsch. War ganz spannend. Aber es und kommen dann die kriege ich dir jetzt gestellt? Nee. Ich dachte mir, die waren sehr einfach. Also warum sind Sie Schauspielerin geworden? Welche Herausforderung ist die größte als Schauspielerin? Was empfehlen Sie jungen Schauspielerinnen? Also das war schon jetzt nicht sehr gemünztes, aber das... Ist schon so, am Ende liegt es daran, was wir daraus machen, auch mit der künstlichen Intelligenz. Mhm. Was haben Sie aus dieser Serie mitgenommen für sich, zu dem großen Thema KI? Naja, also ich glaube, es geht fast mehr um die Liebe als um KI, im Sinne von, ne, die Frage, die man sich stellt, was ist Liebe? Und wann lieben wir wirklich und wann ist das einfach nur ein Zeitvertreib oder warum... leiden wir in der Liebe und so weiter. Also, und was die künstliche Intelligenz angeht, ja, also meine Figur, die Anja, die ist ja eigentlich verheiratet, hat 2 Kinder, aber die Ehe ist nicht mehr wirklich glücklich. Sie versucht die ganze Zeit durch äußere Perfektion und durch einen schönen Schein das Ganze wieder zum Leben zu erwecken. Aber erst da, wo sie dann eigentlich loslässt, und auch ihren eigenen Bedürfnissen nachgeht, sich diese KI bestellt, ihrem Partner sagt, erst da kann dann auch die Liebe wieder florieren zwischen den beiden, also zwischen ihr und ihrem Mann. Sie haben gerade gesagt, man stellt sich die Frage, was ist Liebe? Haben Sie eine Antwort schon darauf gefunden? Was ist Liebe? Ja, man wünscht sich ja eigentlich immer, dass Liebe auch was Magisches ist. Etwas ganz, ganz Einzigartiges, was nicht nur mit irgendwelchen Knopfdrücken oder einer chemischen Reaktion zu tun hat. Oder, sondern dass da irgendwie was Ehrliches, ne? Was mit die viel zwei Gefühl. Menschen verbindet, was nur die beiden verbinden kann. Ich finde, das kann, glaube ich, KI definitiv nicht ersetzen. Ich hoffe es jedenfalls sehr, dass es nicht so sein wird. Künstliche Intelligenz, Facebook, Instagram, soziale Medien, wie aktiv sind Sie da? Also ich habe mal auf Ihr Instagram-Profil geguckt, das ist schon aktiv, aber jetzt auch nicht täglich. Ne? Nee. Ich nehme es so als Plattform dafür, meine Arbeit zu zeigen. Und es ist jetzt kein privater Account oder so. Und dementsprechend kommt nur ab und zu was. Mal wieder was. Also viele Berliner, die nutzen dann mal Brandenburg so als kleines Ausflugsziel. Machen Sie das auch ab und an? Ja. Ja, welche Ecken sind es dann so? In die Prignitz fahre ich gerne. Oh, warum die Prignitz? Ja, da haben wir Freunde und Anschluss. Sehr schön. Also von daher, viele gehen ja auch in die Uckermark. Ich lade ja auch immer alle zu mir ein in Richtung Spreewald. Also es gibt so schöne Ecken. Und ich finde es aber auch natürlich als Brandenburger schön, wenn Berliner nach Brandenburg auch richtig umziehen. Haben Sie mal darüber nachgedacht, Berlin auch zu verlassen? Rauszuziehen? Ja, der Gedanke kommt manchmal. Berlin kann im Winter sehr, sehr grau sein. Und dann sucht man manchmal nach dem Schönen in der Stadt. Aber dann kommt der Frühling, so wie jetzt. Und die Sonne scheint und plötzlich weiß ich wieder, warum ich in Berlin wohne. Ja, also. Schauspielerin Heike Makatsch ist bei uns. Ich habe gestern mit Marc Benecke sozusagen mal 2 Tassen mir geteilt. Die sind frisch und wieder abgewaschen. Ich war gestern Team Kate und William, eher Meghan und Harry. Was wäre? Kate und William. Echt? Da muss ich heute dann doch in den sauren Apfel beißen. Ich gieße um, habe ich gesagt, ich möchte gerne das Wasser aus dieser königlichen Tasse trinken. Die ist schick, die Tasse. Aber die bleibt hier, oder was? Die bleibt hier. Ja. Wollen Sie sie? Nein. Warum Kate und William? Ja, wenn schon Royals, dann irgendwie auch traditional, würde ich sagen. Sie haben ja lange auch in London gelebt. Sind Sie ein Fan der königlichen Familie? Also Fan wäre natürlich zu viel gesagt, aber wenn man in England lebt, dann kommt man der britischen Familie schon nah, kann man anders nicht sagen. Und ich habe zu der Zeit in England gelebt, als Diana so tragisch ums Leben kam. Da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran und ja... Also die war schon sehr omnipräsent, die königliche Familie. Prost. Auf Diana. Wollen wir einmal auf Diana trinken? Auf Diana. Ich war ein großer Diana-Fan, mir ging es eine Woche lang damals richtig schlecht. Ja, wir waren doch alle Diana-Fans. Irgendwie schon, ne? Ja. Ich würde gern was mit Ihnen ausprobieren. Und zwar, Sie verfolgen nun Ihre Profession des Spielens. Ich habe das einmal verfolgt in meinem Leben. Ich habe einmal den Schauspieler gegeben. Ich habe mal ein Bild heute noch mal rausgesucht. Das ist der Beweis, dass ich mich einmal als Prinz versucht habe. Ich hoffe, wir können es einmal kurz sehen. Da sieht man es. Ich als Prinz dort eingeblendet. Steht hier. Steht mir, oder? Ja. Also, aber so richtig ist es nichts geworden mit mir einer schauspielerischen Karriere. Ich bin krachend gescheitert. Ich würde es aber einmal mit Ihnen noch mal probieren. Wollen wir? Ja. Wir haben uns überlegt, wir gucken uns noch mal Camilla und Charles an, so ein paar Bilder von gestern, von der Ankunft. Und was würden die beiden denken, wenn wir jetzt diese Bilder sehen? Und wir versuchen mal,
würdest du, jetzt sag ich schon du. Ich habe auch gerade schon du gesagt. Komm, wir sagen du. Ja, du, Christian. Ja, hey, Heike. Hi, Heike. ich würde vorschlagen, du machst Camilla, ich mach den Prinzen, den König, den Charles. Wir fangen einfach mal an. Die beiden steigen aus dem Flugzeug, glaube ich, als allererstes. Gucken wir mal die Bilder an. Und was denken die beiden? So, da. Noch sind sie jetzt, nicht. Da sind wir mal. Ah, Schatzi, guck mal, ich habe Hunger, aber wir sind erst mal in Berlin gelandet. Ich will nicht raus, ich will nicht raus. Ach, so komm, viele Menschen, nein, ich habe auch Kopfschmerzen. Komm. Das war furchtbar. Ach, hallo. Ja, hallo. Ach, wunderschöne Blumen. Ja, hallo, komm schnell, wir gehen schnell, ich habe Hunger. Ich habe auch Hunger. Ich brauche eine Currywurst. Aber wir sind doch Vegetarier. Echt, sind wir das? Ja, wenigstens offiziell. Na gut, guck mal. So eine Berliner Currywurst. Ja, wäre lecker, ne? Ach, hier auch noch die Präsidentengattin, ob die eine Currywurst hat. Wir haben uns farblich abgestimmt. Ich finde, das funktioniert ganz gut mit dem Blau und dem Rot. So, jetzt kommen wir aber der Currywurst gleich näher, oder? Guck mal. Gleich. Mein Bauch grummelt. Er krummelt bis. Wir sind vorbei. Schon durch. War doch ganz okay, oder? Ja, das war zum Schreien komisch. Hier im Studio, war es okay? So, wir applaudieren uns selber. Ach, Mensch, hab's gerade gesagt, du hast lange in London gelebt. Hast du einmal dann aber irgendwie auch Königs getroffen? Leider nein. Nee. Ich habe noch kein MBE verliehen bekommen. Noch nicht, also kein Orden, keine Auszeichnung. Ich bin ein großer London-Liebhaber. Ich mag die Stadt ja sehr für ihre Internationalität. Du auch? Hast du sie gemocht? Ja, sehr. Ich habe, auch bevor ich hinzog, hätte ich es mir nie träumen lassen, dass ich in dieses Land, nach England ziehe, obwohl ich sehr anglophil war, immer schon. Mhm. Die Musik aus England, die Mode aus England, die Filme aus England, also die ganze Kultur. Und auch die Königsfamilie, all das fand ich immer sehr spannend. Schon sehr, sehr spannend. Und auch die Architektur und die Geschichte, also... Aber es hat dich dann doch wieder zurückgezogen nach Deutschland und auch nach Berlin dann am Ende. Ne? Berlin war ja auch ein Ort, ein wichtiger Ort, an dem Viva zum Schluss war. Aber mit Viva, und da sind wir wieder bei dir, fing es in Köln an. Damals, ja, ne? Mit Berlin und Viva hatte ich nie was zu tun. Nee, aber mit Köln und Viva. Mhm. Das war dein Start in diese Karriere und wir haben da noch mal was rausgesucht. Die ersten Sendeminuten des Musikkanals Viva und die ersten Sendeminuten von Heike Makatsch. Da musst du noch mal jetzt durch, ganz schnell. Wir gucken rein. Mein Name ist Heike. Ich bin der Nils. Und ich bin der einzige und wahre Mola. Kurz, wir sind Viva. Und wir sind mehr als nur ein Fernsehsender. Denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund. Und ab heute bleiben wir für immer zusammen. Okay? Am 1. Dezember 1993, oder? Das war auch, glaube ich, eine krasse Zeit. Aber ich kann mich auch noch erinnern, als Viva an den Start ging, ich habe immer nach der Schule sofort... Zack, Viva geschaut. Ja, das war irgendwie noch eine andere Art, Medien zu konsumieren. Ne? Mhm. Da hat man das wirklich noch zu Hause und im Fernseher. Und man wusste, und so viel Uhr ist eine Live-Sendung, so wie eure Sendung ja live ist. Aber das gibt es ja auch nicht so häufig. Und da war interaktiv live, 15 Uhr. Wie hast du die Zeit in Erinnerung? Ja, manchmal sage ich zu den Leuten, die sich mit mir zusammen daran erinnern möchten, dass ich sehr, sehr viel vergessen habe. Also ich glaube, es ist einfach so viel passiert in der Zeit. Es war so eine Lawine, die über mich da... Da war ein Riesenhype auch, ne? Oder also gerade so diese Girly-Zeit, man sprach ja immer von dieser Girly-Zeit damals. Ja, es war ein großer Hype und irgendwie habe ich mir aber dann so Scheuklappen wachsen lassen und habe mich eigentlich immer gefreut mit meinen Freunden und ein ganz bodenständiges Leben und schnell wieder nach Hause. Und deswegen habe ich das Ganze so ein bisschen einerseits erlebt und andererseits dann auch schnell wieder vergessen oder ausgeblendet oder so. Aber es war auf jeden Fall eine turbulente Zeit und ich bin sehr froh, wen ich da alles kennenlernen durfte, wem ich begegnet bin und wo ich so. Ist dir da so eine Erinnerung geblieben? Lenny Kravitz, Madonna. Wow. Solche Leute, David Bowie. Oh. Ja, da waren schon tolle Musiker dabei. Robbie Williams. Nicht schlecht. Aber wer würde nicht Robbie Williams treffen? Also damals jedenfalls auf jeden Fall. Der ist immer noch toll. Der ist immer noch toll. Das ist schon ein tolles Konzert auch gerade gegeben. Ja, ich hab's gesehen. Das war echt großartig. Da. Ja, Moderation einerseits, aber auch während dieser Zeit natürlich. Dann kam ja noch Bravo TV, da habe ich dich auch immer noch erlebt. Das war eine tolle Zeit. Wie warst du denn da? 96 war das, ne? Bravo TV war 96. Da war ich dann, ich bin 79 geboren, also... 17. Also ich habe Bravo TV geschaut. Also ich war ein Fan von Heike Makatsch damals. Klar. Aber in dieser Zeit ist ja auch ein zweites Standbein noch dazu gekommen. Da kam dann auch das Schauspiel dazu. Männerpension, glaube ich, war so. Genau, das war der erste Film, den ich gedreht habe. Und aufgrund von Viva hat
Detlef mich gecastet, Detlef Buck, für den Film. Ich wusste nicht, was auf mich zukommen würde, aber habe sofort Freude daran gehabt, da in diesem Ensemble zu arbeiten. Mit Til Schweiger war das und mit Marie Bäumer und Detlef. Und ich habe sofort gemerkt, ach, das macht mir Spaß. Hast den Soundtrack am Ende ja auch gesungen, ne? Stand by Your Man. Und gesungen hast du dann auch noch mal viel, viel später. Und da hast du auch wirklich für Furore gesorgt. Mit deinem Gesangstalent am Ende und dem schauspielerischen Talent im großartigen Film, wie ich finde, auch Hilde. Dankeschön. Das war 2009, Hildegard Knef, die hast du verkörpert und so wunderbar verkörpert. Und ich würde vorschlagen, wir können mal für ein paar Sekunden, empfehle ich Ihnen jetzt, schließen Sie die Augen, öffnen Sie dann und schauen Sie mal, was passiert und wie es Ihnen dann geht. Wir werden jetzt in diesen Film reinschauen und reinhören. Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Tja, sie sah so zu sehen und zu hören und diese Ähnlichkeit am Ende wirklich auch, ohne dass sie imitieren, finde ich. Also sie haben sich ja selbst der Frau natürlich auch, oder du, jetzt komme ich wieder in sie, aber dich da so zu sehen und das ist doch Wahnsinn. Ja, das war schon eine Zeit, wo ich mich mit der Hildegard Knef sehr beschäftigt habe und es war jetzt nicht so, dass ich mir einfach dachte, jetzt ist Heike Hilde, sondern es war schon der Versuch, ihr da nahe zu kommen. Und wenn man dann so tief in so ein Leben von einer Frau, die ja eine Karriere hingelegt hat, Menschen begeistert hat, was hast du über sie gelernt, wo du gesagt hast, wow, das könnte ich auch für mich mitnehmen? Gibt es da etwas? Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich das für mich mitnehmen kann, aber ich glaube, sie war eine Frau, die wollte für ihre Ecken und Kanten geliebt werden. Also sie war eine polarisierende Frau. Schauspielerin, Sängerin, Autorin und hat immer auch dafür gesorgt, dass sie eigentlich abgelehnt wurde. Und gleichzeitig hat sie aber sich nach der Liebe der vielen gesehnt. Und ich glaube, das war irgendwie so die interessante Reibung, diese Ambivalenzen in ihrem Charakter. Also eine tolle Rolle. Und jedem, dem ich gesagt habe, Heike Makatsch kommt in Studio 3, da kam meistens dann auch gleich irgendwie nach Viva und nach Männer. Pension kam dann meistens auch wirklich gleich die Hilde. Also von daher. Ne? Und Schauspiel ist ein Handwerk. Und auch du hast dich am Handwerk sozusagen versucht, beziehungsweise hast eine Lehre als Schneiderin begonnen und hast sozusagen handwerkliche Begabungen. Und die sind jetzt auch gefragt. Und zwar würden wir nämlich jetzt gerne zu unserer Aktion kommen, zu unserem Osterei. Du darfst dir hier ein Osterei aussuchen. Oh. Ja, und zwar, wenn unser Osterhase hier schon durchgehoppelt sein sollte oder gehoppelt hoppeln wird. Also wie gesagt, ist es der Fall gewesen. Ich hoffe, Sie haben die Uhrzeit notiert. Wird es noch passieren, dann bitte jetzt dann notieren. Und schreiben Sie uns eine E-Mail an studio3@rbb-online.de und wir werden es dann morgen verlosen. Du hast jetzt hier alle Freiheiten. Aha. Du kannst hier Sticker benutzen, du kannst ein Autogramm auf dem Ei geben, was du magst. Mhm. Gestern hat Marc Bedecke ein wunderschönes Ei gestaltet und das Ei hat gewonnen. Charlotte Amthor aus Teltow. Also da sagen wir herzlichen Glückwunsch. Du fängst einfach an. Du kannst einfach mal ein bisschen was tun, wie du magst. Ich würde dir noch eine Frage zwischendurch stellen, wo wir gerade beim Handwerk sind. Wenn du drehst und es auch schwierige Szenen gibt, ne? Also vielleicht auch mal so ein bisschen Action-Szenen, und lässt du dich dann dubeln bei Stunts lieber oder machst du auch gerne was selber? Bist du da so probiersüchtig? Nein, ich lasse mich gerne dubeln. Also ich will meine Halswirbelsäule nicht noch weiter strapazieren. Und da ist es gut, dass es Fachfrauen und Fachmänner gibt. Und einen dieser Fachmänner lernen wir jetzt kennen. Und mach ruhig weiter. Wir gucken gleich, was draus geworden ist. Immer dann, wenn's brenzlig wird, fängt sein Job erst richtig an. Denn Nicolas Alder ist Stuntman. Egal, ob in der Luft, hoch zu Pferd, im Eiswasser oder im Auto.
Sein Beruf erfordert ein hohes Maß an mentaler und körperlicher Fitness. Regelmäßiges Training ein absolutes Muss. Wirklich monatlich und wöchentlich diese Techniken zu verinnerlichen und auch dann zu trainieren, weil es ja Muskelgedächtnis. Ja, genauso wie wenn ich Eisbaden gehe oder Feuer spucken, ist es wirklich, dass du dich mit deinem Wesen konzentrierst und fokussierst. Der gebürtige Berliner ist ein Tausendsasser. Neben seinem Job als Stuntman ist der Ex-Soldat Motivationscoach, Expeditionsleiter und Industriekletterer. Seinen beruflichen Erfolg musste sich der 36-Jährige hart erarbeiten. Das treibt mich an. Ich glaube einfach, diese Erfahrung nicht aufhören zu lernen. Ich glaube, da habe ich echt für mich einfach entdeckt, so, was mir in der Kindheit eingeredet wurde durch meine Legasthenie. Und durch dieses wirklich das Schwerfallen, so dieses alte System, dieses alte Schulsystem, ich kann oder ich habe da nicht reingepasst. Und davon hat mich das, glaube ich, so gepackt in meinem Leben, dass ich für mich einfach gesagt habe, okay, weißt du was, ich kann alles. Als Industriekletterer ist Nicolas Alder häufig mit dem Helikopter unterwegs. Sein Job, sich während des Fluges heraushängen und Dinge reparieren. Ich beuge mich nach vorne an die Hochspannungsleitung und dann bauen wir Vogelschutz ein oder große Flugwarnkugeln oder reparieren die Hochspannungsleitung. Ja, und das dann halt, wenn der Helikopter fliegt, und das ist halt dieses Vertrauensspiel und absolutes Vertrauen, was wir miteinander haben, also mit dem Piloten, mit den anderen Monteur. Diesmal steht nur ein kurzer Trainingsflug auf dem Programm. Nicolas und Pilot Christian kennen sich schon länger und haben einige Flüge zusammen absolviert. Ihr Job ist riskant, denn jeder Handgriff muss sitzen. Regelmäßiges Training ist auch hier unerlässlich. Also man muss, auch wenn es viele vorher abgesprochene Kommandos gibt, die auch in den Standardbetriebsverfahren festgelegt sind, ist es das meiste tatsächlich nonverbal. Ich sehe, wenn irgendwo eine Schraube gelöst werden muss oder er da Probleme hat, dann gehe ich schon ein Stück zurück, dass er besser rankommt. Also man versteht sich, wenn man lange im Team arbeitet, dann eigentlich blind. Nicolas Alder ist beruflich auf der ganzen Welt unterwegs. Zur Ruhe kommt er nur selten und es fällt ihm schwer. Den innerlichen Druck, den ich sehr, sehr lange gespürt habe, für mich, Wo kann ich eine Ruhe finden in mir selber, als Mann, auch als Vater? Und das war so fremd für mich, dass ich erstmal mich komplett entkoppeln musste. Beim Feuerspucken vergisst Nicolas alles um sich herum und konzentriert sich voll und ganz auf den Moment. Am liebsten steht er dabei im eiskalten Wasser. Es sind Erlebnisse wie diese, aus denen er Kraft schöpft. Gerade diese Zwischenmomente, und diese Ruhe halt, die da entsteht, ne? Und das ist auch gerade bei meinem Nervensystem halt so extrem gewesen die letzten Jahre, dass ich mich nur da spüren konnte. Und jetzt halt auch in dieser neuen Version mich auch da zu spüren, wo halt auch Ruhe herrscht, ne? Wo ich nicht in die Aktion die ganze Zeit bin, also nicht voller Adrenalin. Und das ist echt ein Geschenk. Nicolas Alder, ein Mann wie ein Bär, aber auch weich wie sein Fell. So, Heike Makatsch ist bei uns im Studio 3 und sie klebt und klebt. Ja. Du hast gerade gesagt, du musst unbedingt noch was drauf machen, ein paar Sticker. Aber warum machst du dein Gemälde jetzt eigentlich? Warum klebst du das so zu? Nein, das klebe ich nicht zu, so, sondern okay. Das soll noch... Noch schöner werden. Also von daher. Das soll noch schöner werden. Wir haben gerade den Nicolas Alder gesehen, der entspannt sozusagen am Wasser, im Wasser. Wo entspannst du und wie entspannst du? Eigentlich nie. Echt nicht? Ja. Aber man braucht wird mir so nachgesagt, dass ich mich selten entspanne. Aber man braucht doch Momente, in denen man so ein bisschen Ruhe und Kraft tankt. Nee. Ich habe echt gute Batterien und so. Mhm. Und ich fühle mich auch nicht gestresst, aber ich bin eigentlich immer also voll in Action. Ich merke schon auch beim Bekleben unseres Ostereis. Genau. Was Sie übrigens gewinnen können, wie gesagt, wenn der Osterhase auftaucht, Uhrzeit notieren und uns schreiben. Man kann es gewinnen. Ja, man kann es gewinnen. Ein echtes Heike Makatsch. Ja. Magst du es einmal? Guck mal in die Kamera, direkt lieber vor dir nicht. In die drei. Möchtest du nicht zeigen? Na gut, aber sie gewinnt trotzdem. Nein, ja. Aber trotzdem, weil du gerade sagst, du hast gute Batterien. Ja. Du hast Familie, du hast einen Job. Sport, ist das dann ein Ausgleich? Ja. Genau, ich mache gerne Sport, ich mache gerne Yoga, ich fahre viel Fahrrad, also ich bewege mich sehr viel. Okay, und nach so einem stressigen Drehtag gönnst du dir dann abends an der Hotelbar mal ein Getränk oder sagst du dann, ich lege mich hin und schlafe? Immer seltener.
immer seltener ein Getränk, ja, von daher genau. Gut. Du hast in Deutschland dir einen großen Namen gemacht als Schauspielerin. Du kennst die Film- und Fernsehwelt. Und die Film- und Fernsehwelt, vor allem die deutsche Film- und Fernsehwelt, die spielt natürlich auch jetzt eine Rolle in einer neuen Serie, die heißt German Genius. Ja. Kina Ramadan, der beschäftigt sich da mit dem Who is Who der deutschen Filmwelt. Und ich habe es mir heute noch mal angeschaut. Das ist ja wirklich das Who is Who. Also Maria Furtwängler, Tom Schilling, Frederik Lau, Kurt Krömer. Das ist und natürlich auch bist du dabei. Das muss ja ein Riesenspaß auch gewesen sein, mit so vielen Kollegen zu arbeiten. Ja, es war ein großer Spaß. Also der Regisseur ist ja auch Detlef Puck gewesen, so wie bei der Männerpension damals. Und es war schön, wieder mit ihm zu arbeiten. Und es war ein verrückter Dreh, wo ich mich selbst gespielt habe, aber natürlich in einer überhöhten Version als ambitionierte junge Regisseurin. Ich versuche da das Set zu wuppen, was natürlich nicht so wirklich funktioniert. Also es ist sehr lustig geworden. Mhm. Verrat uns ganz kurz, worum es insgesamt in der Serie geht. Ja, es ist wie so ein Remake einer sehr erfolgreichen englischen Serie, die heißt Extras mit Ricky Gervais. Und da geht es eigentlich um einen tollpatschigen Komparsen, der immer die Filmsets durcheinander bringt. Also es ist sozusagen Film im Film, wenn Film man so will. Film. Ja. Und er trifft eben sozusagen die Größen der deutschen Film- und Fernsehwelt und auch Detlef Buck. Du hast ihn eben angesprochen. Ja. Schön, wieder mit ihm gearbeitet zu haben. Ja, ich arbeite sehr gerne mit ihm. Sehr gerne. Und ich glaube, nicht nur du hast ihn gern, er hat dich auch gern. Liebe Heike, nach sechsstündiger Autofahrt, ich bin angekommen. Ich weiß nicht, was du machst beim RBB. Ist mir nicht klar. Aber wenn ich die Chance habe, dich zu grüßen, dann mache ich es hier mit. Und ich wünsche dir da viel Spaß. Was auch immer du da machst, ist ja scheißegal. Es wird schon gelingen. Mach dir keine Sorgen. Ahoi. Ahoi. Ahoi, Detlef. Detlef Puck, ja. Wir haben ihn gefragt, möchtest du die Heike grüßen? Hat er gesagt, mach ich. Also, er ist recht rangefahren heute auf dem Weg. Ich weiß gar nicht, wohin er auf dem Weg war. Aber er hat gesagt, er hält dran und hält an und schickt das uns eine Grußbotschaft. Von daher eine enge Verbindung. Ne? Toller Mensch. Ja, ich mag ihn. Ja. Die deutsche Filmwelt hast du kennengelernt, aber eben auch die internationale Filmwelt. Du hast internationale Filme gedreht. Was ist da für dich der größte Unterschied eigentlich zwischen dem Drehen und Arbeiten in Deutschland oder eben dann auch mal international? Ach, das wäre jetzt gelogen. Ach so. Nee, es wäre gelogen, wenn ich das wirklich sagen könnte, weil jeder Film ist unterschiedlich. Mhm. Auch in Deutschland ist es ein Unterschied, ob man eine Low-Budget-Produktion dreht oder einen Konstantin-Film. Mhm. Und jetzt ist da ein Bild von mir neben Hugh Grant. Da hatte ich das Glück, mit einer tollen Riege von Schauspielern zu drehen. Aber ich habe auch kleine Filme in England gedreht. Das ist auch wieder was ganz anderes. Mhm. Also meistens gibt es plörrigen Kaffee, egal an welchem Set, ob in England oder in Deutschland. Und ansonsten ist aber das Schauspiel und das Filmemachen, ich würde sagen, international universell. Mhm. Du hast gerade angesprochen, wir haben dich hier gerade mit Hugh Grant gesehen. In Tatsächlich Liebe 2003. Du spielst da ja die Sekretärin Mila. Film, den ich mir immer wieder raushole und natürlich auch immer vor Weihnachten. Das ist auch so ein Klassiker geworden. Mit Hugh Grant gespielt. War der okay, der Grant? Der war okay. Ich habe nicht wirklich mit ihm gespielt, sondern mit Alan Rickman. Ja. Der war ja sozusagen mein Filmpartner, okay. Der sehr, sehr nett war. Erinnere ich immer eine Szene, wo du auf Hugh Grant getroffen bist? Ja, es gibt eine Szene, wo ich auf Hugh Grant getroffen bin. Die war aber ganz knapp. Ganz knapp. Also, kurz und knapp. Aber es war okay. Also ihr habt jetzt keinen regelmäßigen Kontakt. Obwohl es so aussieht. Es schaut so aus. Also sieht sehr ähnlich auf diesem Bild aus, finde ich. Also nein, aber ich mag ihn auch in seiner Sperrigkeit. Ja, ist er, ja. Es gibt ja jetzt so einen großen Shitstorm da draußen in der Welt, weil er irgendwie auf oberflächliche Fragen nicht tiefgründig geantwortet hat. Aber ich finde ihn eigentlich ganz sympathisch. Ganz sympathisch. Aber es gibt keinen regelmäßigen Kontakt. Falls du aber trotzdem das Gefühl hast, du müsstest ihn mal wiedersehen, gibt es eine Chance im Kino gerade. Ah ja. Ja. In einem neuen Film, der ab heute im Kino läuft und natürlich reingehört in unseren Kinoüberblick. Wie immer donnerstags bei uns neu im Kino. Wir sind Diebe, aber wir helfen der falschen Person. Sagt unser Filmexperte Peter Twiehaus, neu im Kino, immer donnerstags bei uns. Und bei uns zu Gast ist heute Schauspielerin Heike Makatsch. Heike, kannst du entspannt im Kino sitzen und dann wirklich auch als Heike einen Film schauen? Oder guckst du dann auch als Schauspielerin und bist dann doch so ein bisschen mit dem professionellen Blick unterwegs? Ja, leider ist man da professionell deformiert, oder wie will man sagen? Ich schaue doch immer sehr von außen auf die verschiedenen Departments. Manchmal fehlt mir da die Fähigkeit, mich richtig fallen zu lassen in einen Film. Das ist schade, weil
Dadurch kann man das gar nicht so genießen. Genießen, ne? Man verliert dann so ein bisschen vielleicht auch den Zauber des Films dann auch, ne? Am Ende. Aber gut, eine Sache muss ich jetzt noch ganz schnell ermitteln. Du bist auch Tatortkommissarin, viermal schon ermittelt als Ellen Berlinger. Wann ist es wieder soweit? Ja, wir haben wieder ermittelt im Herbst und es kommt wahrscheinlich nach den Sommerferien, dieser Fall zu sehen sein. Aber auch eine coole Sache, Tatortkommissarin zu sein, oder? War das ein Wunsch auch immer? Oder? Nein, er wird es immer mehr. Am Anfang warst du skeptisch? Ja, ich war skeptisch, aber jetzt bin ich ganz froh. Sehr gut, dann freuen wir uns. Wir freuen uns auch, dass wir dich dann sehen werden. Also nach den Sommerferien sind wir sehr gespannt.